Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5 die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gaststättengesetzes und der Hessischen Bauordnung und erteile unserem Wirtschaftsminister Herrn Al-Wazir das Wort zur Einbringung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das hessische Gaststättenrecht ist befristet bis Ende 2016. Es ist in der Vergangenheit entbürokratisiert worden. Etliches hat sich bewährt. An einigen Stellen muss jedoch nach Auffassung der Landesregierung nachjustiert werden. Da, wo es Neuerungen gab, macht Befristung übrigens Sinn, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es dann Gelegenheit gibt, die gemachten Erfahrungen auszuwerten. Und genau zu diesem Schluss ist die Landesregierung gekommen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Gaststättengesetzes und der Hessischen Bauordnung wird das Gaststättenrecht verbessert, effizienter gestaltet und aufgetretene Missstände werden beseitigt. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wer künftig eine Gaststätte in Hessen neu eröffnet, seinen Gästen auch eine Toilette bereitstellen muss. Das ist eigentlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Selbstverständlichkeit. Wer Bier oder andere alkoholische Getränke ausschenkt, der muss seinen Gästen auch ermöglichen, es wieder loszuwerden. Die Erfahrung zeigt aber, dass dem leider nicht so ist. Wir lösen also mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ein im wahrsten Sinne des Wortes drängendes Problem. Aber zuerst zu den anderen Inhalten des Gesetzentwurfs. Mit dem Gesetz sind Änderungen vorgesehen, die Verwaltungsabläufe vereinfachen und auch Erleichterungen für die Gastronomie schaffen sollen. Damit ich Sie nicht langweile, will ich mich auf einige wenige Beispiele beschränken, um Ihnen die beabsichtigten Änderungen im Gaststättenrecht vorzustellen. Gastgewerbetreibende sollen künftig angeben, welche Betriebsart, also z.B. klassische Speisegaststätte, Café, Diskothek oder Ähnliches, sie ausüben wollen und ob sie eine Außenbewirtschaftung planen. Diese beiden Angaben ermöglichen es den Fachbehörden, auf kommunaler Ebene einzuschätzen, ob es zu Belästigungen kommen kann und ob sie gegebenenfalls präventiv tätig werden sollten. Es liegt auf der Hand, dass beispielsweise von einer Gaststätte in der Betriebsart Diskothek andere Störungen zu erwarten sind als von einem Café. Es bleibt übrigens beim Begriff Diskothek, obwohl sich da in der Regel nichts mehr dreht auf dem Plattenteller. Aber das ist ein eingeführter Begriff in dieser Seite. Und Vinyl hat ja auch in bestimmten Bereichen ein Comeback. Alkohol ausschenkende Gewerbetreibende, Gastgewerbetreibende sollen bereits vor Ablauf des sechswöchigen Zeitraums, der zwischen der Anzeige und dem Beginn ihres Gewerbes liegt, tätig werden können. Dies gilt insbesondere dann, wenn ihre Zuverlässigkeit schon vorher festgestellt wurde. Das ist Ergebnis des Vorschlags der Fachleute in Kommunen und im Ministerium. Ich kann Ihnen aber auch aus persönlicher Erfahrung sagen, der Abg. Klose war dabei beim Wahlkampfabschluss in Kassel, dass man, auch wenn es in Gaststätten Toiletten gibt, anderweitig auf dem Trockenen sitzen kann, wenn sozusagen zwischen den sechs Wochen vor Beginn und sozusagen am Ende der Eröffnung diese Zeit noch nicht vergangen ist, die Gaststätte schon offen ist, aber noch keinen Alkohol ausschenken darf. Also, wir wollen an dieser Stelle zur weiteren Entbürokratisierung beitragen. Aber, und das ist sicherlich etwas, was in der Bauordnung geregelt wird, die Toilettenpflicht. Wir wollen, dass in der Bauordnung eine Toilettenpflicht für Gaststätten mit Alkoholausschank eingeführt wird. Eine Toilettenpflicht für Gaststätten existierte bis zum Jahr 2002 auf Grundlage der damaligen Hessischen Gaststättenverordnung. Dann ist die Pflicht zum Vorhalten von Gästetoiletten entfallen. In der Erwartung, in Gaststätten würde, wo es notwendig ist, auch ohne Rechtspflicht für entsprechende Toilettenanlagen gesorgt. Die Erfahrung hat uns leider eines Besseren belehrt. Insbesondere bei Gaststätten, die Alkohol ausschenken, kam es zu Missständen durch sogenannte Wildpinkler. Wir reagieren mit diesem Gesetzentwurf auf zahlreiche Hinweise, sowohl von Gästen, aber auch von Anwohnern,
die vor der Haustüre regelmäßig Besuch von diesen sogenannten besonderen Menschen bekommen. Insbesondere Städtetag und Städte- und Gemeindebund haben sich für eine Wiedereinführung der Toilettenpflicht eingesetzt. Wir wollten aber nicht weitergehen, als es unbedingt notwendig ist. Aus diesem Grund sind Straußwirtschaften und andere vorübergehend betriebene gastgewerbliche Tätigkeiten wie etwa Straßenfeste nicht von der Gesetzesänderung betroffen. Das kann man ja auch nicht in der Bauordnung regeln, da wo nichts gebaut wird. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, Stichwort Straßenfeste, dass es Kommunen durchaus möglich ist, entsprechende Auflagen zu machen. Durchaus unter die Regelung fallen aber Trinkhallen mit einem Angebot zum Verzehr an Ort und Stelle. Die Toilettenpflicht findet keine Anwendung auf bestehende Gaststätten. Für diese gilt Bestandsschutz. Wir wollten nicht das endlose Gerichtsverfahren jetzt beginnen. Das heißt, bestehende Gaststätten müssen nicht, auch nicht bei einem reinen Betreiberwechsel, nachträglich ausgestattet werden. Ich appelliere aber an diesem Punkt an die Betreiber, bei Missständen eigenverantwortlich tätig zu werden und entsprechend nachzurüsten. Ich will ausdrücklich sagen, die Regelung ist mit der Forderung ausreichender Gästetoilettenanlagen bewusst allgemein gehalten. Es sollten keine zu engen Vorgaben gemacht werden, und sogenannte Unisex-Toiletten genügen den Anforderungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Konkretisierung der Anforderungen könnte zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Verordnungsweg vorgegeben werden. Eine entsprechende Verordnungsermächtigung ist vorgesehen. Letzter Punkt. Eine Übergangsregelung ist nicht vorgesehen, da sichergestellt werden soll, dass Missstände bei neu errichteten Gaststätten nicht fortgeschrieben werden. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, der Auffassung, dass die vorgeschlagenen Modifikationen für Gaststätten im Gaststättengesetz und der Bauordnung sowohl dem Allgemeininteresse dienen als auch positive Effekte für Wirtschaft und Verwaltung haben werden. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Klose für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ziele, die die Landesregierung mit dem heute eingebrachten Entwurf für das Hessische Gaststättengesetz verfolgt, sind vom Staatsminister Al-Wazir ja gerade ausführlich beschrieben worden. Ich will mich deshalb nur noch auf wenige Schwerpunkte beschränken. Das bestehende Gesetz wird, das hat die Evaluation gezeigt, überwiegend positiv beurteilt. An einigen wenigen Punkten besteht allerdings Optimierungsbedarf. Und was ist es, das wir durch den vorliegenden Gesetzentwurf konkret ändern wollen? Zum einen, darauf ist bereits hingewiesen worden, wollen wir in Zukunft, dass die Behörden besser einschätzen können, welche Störungen beispielsweise durch Lärm von einer Gaststätte für ihre Umgebung ausgehen. Das heißt, die sogenannte Betriebsart, also ob es sich um eine Bar, einen Club oder einen Club handelt oder dass beispielsweise eine Außenbewirtschaftung stattfindet, soll bereits in der Gewerbeanmeldung zukünftig angegeben werden. Das erleichtert das Verfahren. Und wenn ein Untersagungsverfahren gegen einen Gaststättenbetreiber geführt wird, dann kann es in Zukunft auch dann fortgesetzt werden, wenn dieser die Gaststätte während des laufenden Verfahrens aufgibt. Das ist deshalb wichtig, weil es ein bisher bestehendes Schlupfloch für manche schwarze Schafe in diesem Bereich schließt, die sich dieser Untersagung bisher dann durch das Schließen ihrer Gaststätte entzogen haben, um wenig später eine andere zu eröffnen. Das dient den Gästen, aber auch den vielen Wirtinnen und Wirten in unserem Land, die ihre Gaststätte ordentlich führen. Und während diese Regelungen vor allem das Verhältnis zwischen dem Gaststättenbetreiber und den Behörden betreffen, betrifft die neue Regelung zur Toilettenpflicht direkt das Verhältnis des Gastwirts und seiner Kundinnen und Kunden. Und das sind ja wahrscheinlich alle Bürgerinnen und Bürger mal. Deshalb steht, glaube ich, dieser Aspekt logischerweise auch im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es waren insbesondere die kommunalen Spitzenverbände, die nachdrücklich darauf hingewiesen haben, dass gerade kleinere gastronomische Betriebe aus Kostengründen zunehmend darauf verzichten, Gästetoiletten zur Verfügung zu stellen. Die Folge sind dann
unzufriedene und irritierte Gäste auf der Suche nach einer Toilette. Eine andere Folge aber ist auch das laut Städtetag zunehmende Urinieren in der Umgebung solcher Gaststätten. Immer ein öffentliches Ärgernis, vielleicht aber auch nicht immer eine ärgerliche Rücksichtslosigkeit, sondern gelegentlich auch ein dem Betroffenen selbst peinlicher Notfall. In jedem Fall ist dieses Wildpinkeln ein Zustand, der im Interesse aller nicht länger fortgeführt werden darf. Deshalb ändern wir mit diesem Gesetz nicht nur das hessische Gaststättengesetz, sondern wir verpflichten Gaststättenbetreiber, die Alkohol ausschenken, durch die Änderung der hessischen Bauordnung auch eine angemessene Zahl von Toiletten, und das heißt dann immer auch entsprechende Waschräume, zur Verfügung zu stellen. Das kann bei einer kleinen Kneipe durchaus auch heißen, dass eine Toilette, deren Nutzung nicht auf ein Geschlecht beschränkt ist, ausreicht. Unisex-Toiletten sind ausdrücklich zulässig und im Übrigen ja nicht nur in unseren Nachbarländern, sondern z.B. auch in Zügen und Flugzeugen längst akzeptierte Realität. Wir sind deshalb sicher, meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf echte Verbesserungen für die Gäste und Nachbarn von Gaststätten, aber auch Klarheit für deren Betreiber zu schaffen. Entsprechend freuen wir uns auf die Anhörung des Gesetzes und die Beratung im Ausschuss und anschließend wieder hier im Plenum. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Lenders für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass der Regelungsinhalt des Gesetzentwurfs überschaubar ist, zeigt sich daran, dass in dem letzten Teil das Ingenieurgesetz sozusagen huckepack genommen wird. Dagegen ist auch erst einmal überhaupt nichts zu sagen. Meine Damen und Herren, wenn man das Gesetz einmal so in drei Teilen aufdröselt, dann stellt man fest, dass im ersten Teil die Evaluierung des noch recht neuen Gaststättengesetzes vorgenommen wird. Und ein Gesetz, das seinerzeit unter der Verantwortung des FDP-Hauses, des FDP-geführten Wirtschaftsministeriums vorgenommen worden ist. Und, meine Damen und Herren, ich sehe uns als FDP mittlerweile bestätigt, dass wir hier ein sehr liberales Gesetz gemacht haben. Und all die Bedenken, die auch seitens damals der GRÜNEN zum Beispiel geäußert worden sind, dass der Jugendschutz mit einem Verkaufsverbot von Alkohol gestützt werden müsste, dass die Abschaffung der Konzession eine Verschlechterung des Verbraucherschutzes darstellen würde. Meine Damen und Herren, all das ist nicht eingetreten. Das hat auch schön ergeben, die Kleine Anfrage vom Kollegen Eckert zu diesem Thema. Wir sehen uns in unserer Haltung zu der Schaffung des hessischen Gaststättenrechts sehr bestärkt. Jetzt zu dem, was Sie neu regeln wollen. Und Herr Staatsminister Al-Wazir hat es als dringendes Problem beschrieben. Das ist das Wildpinkeln. Dann ein drängendes Problem geschildert. Meine Damen und Herren, wenn man sich das dann anschaut, muss man allerdings feststellen, dass das, wie Sie das regeln wollen, mitnichten irgendwo eine Lösung dafür bringt, dass Menschen, und übrigens, das sind nicht irgendwelche sogenannten besonderen Menschen, wie Sie es eben dargestellt haben, sondern das sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die dann oftmals das Wasser nicht halten können. Meine Damen und Herren, es sind vor allen Dingen Menschen, die Feste besuchen, Stadtfeste besuchen oder den Rosenmontag besuchen. Und wer in einer Stadt lebt, das urbane Leben kennt, der weiß um dieses Problem. Das Problem ist nicht wegzunuscheln, aber es mit Ihrem Gesetzentwurf mitnichten zu bekämpfen. Was Sie an dieser Stelle schaffen, ist mehr Bürokratie, nicht weniger Bürokratie. Und dass Sie das medial so aufgezogen haben, ist nicht unsere Sache. Dass Sie das so zu einem Problem sterilisiert haben, meine Damen und Herren, dass Sie so die Öffentlichkeit zu diesem Gesetzentwurf gesucht haben, ich weiß nicht, ob es dieser Sache wirklich gerecht wird. Aber, meine Damen und Herren, die Menschen da draußen fragen sich dann schon,
haben wir keine anderen dringenden Probleme in Hessen als das Wildpinkeln? Ich glaube, dass ein Blick in die benachbarten Länder eher eine Antwort findet, wie man dem Problem begegnen kann. Die Niederländer und die Belgier zum Beispiel stellen öffentlich Pissoire hin, wo man seine Notdurft verrichten kann. Die sind nicht darauf die Idee gekommen, da irgendwelche Gastwirte dazu verdonnern, jetzt Toiletten vorzuhalten. Meine Damen und Herren, und abgesehen davon, ich kenne überhaupt gar keine Gaststätte, wo es nicht auch eine Toilette für Gäste gibt. Meine Damen und Herren, ein Problem kann da durchaus sein, was der DEHOGA thematisiert hat, ist die Frage, wie sieht es denn mit dem Bestandsschutz aus? Es sind nur neue Gaststätten. Für die alten gelten die alten Regelungen. In der Tat ist das, was der DEHOGA in seinem Schreiben an die Mitglieder des Hessischen Landtags bemerkt hat, dass man den Bestandsschutz nicht explizit in der Gesetzesvorlage wiederfindet. Das werden wir sicherlich noch einmal thematisieren in der Anhörung und dann auch versuchen, das in der Gesetzesvorlage dann entsprechend auch wirklich deutlich zu fixieren. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Eckert für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Novellierungen haben ja nun einmal den Charme, dass man eigentlich die Chance hat, aus einem Gesetz noch ein besseres Gesetz zu machen, wenn man denn entsprechend den Regelungsbedarf sieht, wo wir aus diesen Gesetzen entsprechend auch Bedarfe haben. Und die haben wir im Gaststättenrecht in Hessen eindeutig. Denn Gaststätten sind nun einmal eben nicht nur ein Ort des Konsums, sondern sie sind, egal ob Stadt oder Land, auch Orte mit sozialer Funktion, des gepflegten Miteinanders, der Geselligkeit. Aber die Frage geht dabei danach immer auch um die Qualitätsfrage. Und die Frage nach Qualität nicht nur des gastronomischen Angebots, sondern auch den Rahmenbedingungen, die Gastronomen mit anbieten können, die sind dann auch ganz besonders Aufgabe des Gesetzgebers. Und da haben die Reformen unter CDU-Führung in 2002 und 2012 alles andere als hilfreiche Fortentwicklungen in Hessen in diesem Bereich beschritten. Ganz im Gegenteil. Aber deswegen ist der Ansatz, den Sie wählen, meine Damen und Herren, im Bereich der Toilettenvorhaltung in Gastronomiebetrieben in Hessen ja ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber ob das jetzt der große Schlag ist, den Sie, Herr Wirtschaftsminister, medial auch verkündet haben, vehement im Kampf gegen die Wildpinkler in Hessen, das mag ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, doch stark bezweifeln. Denn wenn wir es uns einmal anschauen, was sich denn dort tatsächlich dann in der Realität im Lande Hessen verändert, dann sehen wir, in der großen Vielzahl ändert sich nämlich nichts. Nichts beim Betreiberwechsel, nicht bei gastronomischen Betrieben ohne Alkoholausschank, nicht bei kurzfristigen Angeboten und ähnlichen Dingen mehr. Deswegen, meine Damen und Herren, eher ein Reformchen statt die große Reform, trotz dieser PR im Vorfeld. Und die Debatte aus dem Jahr 2012 mit den Kritikpunkten im Bereich des Hessischen Gaststättengesetzes haben auch heute noch ihre Gültigkeit. Wenn ich mir anschaue die Frage nach Barrierefreiheit, was ist denn mit der grünen Forderung aus dem Jahr 2012 geworden, gemeinsam mit uns, gemeinsam mit dem VdK, gemeinsam mit dem Landesbehindertenbeirat, entsprechend dort auch im Gaststättenrecht Vorgaben zu machen? Sie haben doch jetzt die Möglichkeit, entsprechende Veränderungen vorzunehmen. Dann tun Sie es doch. Aber nein, Sie tun nichts, meine Damen und Herren. In dem und in anderen Bereichen könnten wir auch im Bereich Gastronomie in Hessen ein Stück weit Vorreiter werden, aber da bleiben Sie den eigenen Ansprüchen weit zurück. Und das Thema, was wir auch in der letzten Runde, und da sind wir eigentlich schon fast auch bei den Wildpinklern mit angekommen, das ist ja so ein Stück weit die Überschrift Ihres Gesetzentwurfs dabei, kostenlose Toilettennutzung auf Autobahnraststätten. 2012 eine vehemente Debatte zwischen Regierungsfraktionen und insbesondere Rot-Grün auf der anderen Seite, wo Sie immer wieder als FDP-geführtes Wirtschaftsministerium gesagt haben, sind wir nicht zuständig, macht der Bund. Und da, meine Damen und Herren, Kontinuität zum einen in der negativen Sorte, dass Sie sich jetzt als Wirtschaftsminister in diese Argumentation wohl offensichtlich weiterhin einreihen, aber auf der anderen Seite, Sie haben doch jetzt Unterstützung. Zum einen
Die GRÜNEN mit ihrer damaligen Forderung sind Bestandteil dieser Landesregierung. Und auf der anderen Seite, ich zitiere den Kollegen Frankenberger vom 27. März 2012 in der Debatte damals, für den renommierten Verwaltungsrechtler Prof. Ralf Alexander Lorz ist die Sache klar. Nur die Länder könnten die kostenlose Toilettenpflicht durchsetzen. Zitat: Von der Gesetzeslage her ist es eigentlich eindeutig, ist der Regelungsbereich für das Gaststättengesetz eröffnet. Die GRÜNEN mit dem politischen Willen, den juristischen Sachverstand, meine Damen und Herren, warum machen Sie es denn da nicht einfach? Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Details des Gesetzes. Wir freuen uns da auf die Debatten im Wirtschaftsausschuss, die Anhörung, was wir denn im Bereich des Gaststättenrechts in Hessen sicherlich vielleicht auch noch anders verändern könnten, Sie vielleicht dazu bewegen können, Ihren eigenen Ansprüchen der Vergangenheit auch Folge zu leisten. Denn jetzt haben wir die Chance, diese Veränderung hinzunehmen, weg von einfach nur keine Vorschriften, und jeder wird irgendwie dann schon sich das regeln. Das hat die Toilettenfrage gezeigt. Es regelt sich nicht irgendwie, sondern der Gesetzgeber ist da auch ein Stück weit mit in der Verantwortung. Diese Erkenntnis ist richtig, aber Sie bleiben leider bei der Erkenntnis stehen und bieten noch nicht die Lösung, wie wir sie uns vorstellen können, sind aber sehr gespannt über die Debatten im Wirtschaftsausschuss. Herzlichen Dank. Das Wort hat Frau Abg. Wissler. Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute über die Novelle des Gaststättengesetzes und der Bauordnung. Und dabei steht eine Änderung besonders im Fokus der Aufmerksamkeit, nämlich die Frage der Toilettenpflicht. Bis vor etwa 15 Jahren musste jede Gaststätte, die Sitzplätze anmutet, eine Toilette haben. Das war ganz eindeutig geregelt. Und dann wurde das Gesetz 2001 geändert, auch auf Druck des Gaststättenverbandes, auf Druck der Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wurde das Gesetz geändert, und die Rede war von der Entbürokratisierung. Vorausgegangen sind einzelne Possen um die Bäckerei, die eine Ruhebank vor der Tür aufgestellt hat, und das hat dann eine Kundentoilette schaffen musste. Diese Läden waren natürlich glücklich, dass das Gesetz geändert wurde, aber viele Regulierungen haben eben auch ihren Sinn. Entbürokratisierung muss den Menschen dienen, und wirtschaftliches Handeln muss, wie das auch die Hessische Verfassung feststellt, den Bedürfnissen des Volkes dienen. Und welches Bedürfnis, meine Damen und Herren, ist elementarer als eine Toilette, wenn man mal muss? Diese Annahme von damals, dass man gedacht hat, jede Kneipe wird doch von sich aus eine Toilette bereitstellen, als selbstverständlichen Service, wie es die Kunden erwarten, diese Vermutung ist nicht eingetreten. Wir sehen also, der Markt regelt eben auch dieses Geschäft nicht hinreichend. Von daher ist es erst einmal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man die Toilettenpflicht jetzt wieder, auch wenn nur teilweise, einführt. Aber auch hier wurde, glaube ich, wieder sehr viel Rücksicht genommen auf den Gaststättenverband, weil die Einschränkung auf Lokale, die Alkohol ausschenken, ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Auch die Familien, die bei einer Apfelsaftschorle zusammensitzt, oder ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Café, auch diese Menschen sind vielleicht sogar noch mehr als alle anderen auf Sanitäranlagen angewiesen. Und deshalb teilen wir auch die Kritik des VdK an dem Gesetzentwurf. Und die Menschen brauchen Toiletten, sie brauchen barrierefreie Toiletten. Und ich will sagen, wenn man dem Wildpinkeln, wie Sie es nennen, den Kampf ansagen will, Wildpinkeln kann man ja nicht nur nach 3 Bier, sondern eben auch nach 3 Kaffee oder nach 3 Apfelsaftschorlen. Von daher finde ich diese Trennung, Alkoholausschank oder nicht, ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, meine Damen und Herren. Ich finde, dass man hier andere Ausnahmeregelungen finden müsste. Ja, das ist in der Tat ein männliches Problem, das mit dem Wildpinkeln, da will ich überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, dass hier aber andere Ausnahmeregelungen gefunden werden müssen. Ich glaube, man muss von der Quadratmeterzahl ausgehen oder sich anschauen, wie viele Sitzplätze gibt es. Aber ich finde es nicht klug, das abhängig von der Art der Getränke zu machen. Die Brisanz dieser Gaststätten-Toiletten-Diskussion, die wir ja führen, kommt natürlich auch daher, dass man sehen muss, dass wir an vielen Orten einfach auch keine öffentlichen Toiletten mehr haben. Früher gab es mehr öffentliche Toiletten, auch an kleinen Orten. Die sind in vielen Orten den Sparzwängen zum Opfer gefallen. Und da würde ich sagen,
sagen, auch das ist eine Folge der Unterfinanzierung von Kommunen, die Politik dieser Landesregierung, dass die Versorgung der Menschen verschlechtert wird oder in diesem Fall vielmehr die Entsorgung. In manchen großen Städten müssen dann eben die Gaststätten in die Bresche springen und dann eben die fehlenden öffentlichen Toiletten ersetzen. Und viele machen das eben, indem sie dann Geld verlangen oder indem es natürlich einen Verzehrzwang gibt. Deswegen klare Regelungen dieser grundlegenden Bedürfnisse wären sehr hilfreich, aber ich glaube, das ist hier teilweise sehr kompliziert. Nur weil auch eben Kollege Eckert das angesprochen hat, es ist ja immer öfter so, dass man auch für öffentliche Toiletten bezahlen muss. Also auch hier wird aus dem Geschäft ein Geschäft gemacht. Im Privatisierungswahn der ausgehenden 90er Jahre, und das war leider unter einer rot-grünen Regierung, wurden ja die sogenannten Nebenbetriebe der Bundesautobahnen, nämlich die Raststätten, privatisiert, an Hedgefonds verkauft, Stichwort Sanifair. Und auch die bundeseigene Bahn AG bewirtschaftet ihre Bahnhofstoiletten. Hier kostet oftmals ein Besuch der Toilette 1 Euro. Das belastet natürlich Ärmere, das belastet Familien über die Maßen. Und deswegen hat DIE LINKE im Bundestag auch vor kurzem einen Antrag eingebracht, dass die Toiletten auf Autobahnen, an Autobahnen und Bahnhöfen generell kostenfrei sein müssen. Das beseitigt nicht nur das Ärgernis der direkt Betroffenen, denn wer eben an der Bezahlschranke scheitert, der erleichtert sich woanders. Und deswegen wäre es auch im Sinne der Anwohner von Bahnhöfen und der Stadtreinigung, die sich eben mit den Folgen herumschlagen müssen, weil manche sich eben mit dem Geschäft bereichern. Auch das ist Leben und Pinkeln im Kapitalismus, meine Damen und Herren. Von daher haben wir hier eine Kritik an diesem Gesetzentwurf. Haben wir hier ein Kapitalismuskritik lässt sich in dieser Gesellschaft an verschiedenen Fragen herleiten, Kollege Wagner. Also, ich habe mich sehr detailliert mit dieser Frage auseinandergesetzt, Kollege Wagner. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir an diesem Punkt einige Kritikpunkte haben. An anderen Punkten, glaube ich, ist der Gesetzentwurf relativ unspektakulär und ändert jetzt auch nicht so viel. Von daher sind wir gespannt auf die weitere Beratung. In diesem Sinne vielen Dank. Die müssen sich erst ein bisschen beruhigen da auf der Seite. Das Wort hat für die CDU-Fraktion Frau Abg. Wolff. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Gaststättengesetz ist gründlich evaluiert worden nach den 5 Jahren der Gültigkeit. Und man kann heute feststellen, durch die entsprechenden Stellungnahmen, dieses Gesetz hat sich im Wesentlichen bewährt. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass wir das feststellen können bei einer gleichzeitig bunter und vielfältiger gewordenen Gaststättenlandschaft. Wir haben mittlerweile nicht mehr 9.600, sondern über 13.000 gastronomische Einrichtungen in unserem Land mit 94.600 beschäftigten Menschen in diesem Bereich. Und es ist ein Markt immerhin von 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Und diese Vielfalt in einem Gesetz einzufangen, das ist genau die Aufgabe, der wir uns erneut mit jeder Evaluation stellen müssen. Und die Evaluation hat ergeben, dass im Wesentlichen die Punkte des vergangenen beschlossenen Gesetzes in Ordnung sind. Und ich glaube, dass man nicht, es ist immer wertvoll, wenn man aus dem Jahr 2012 alte Debatten zitiert, aber ich glaube, dass es dennoch notwendig ist, auch in die Evaluation hineinzuschauen und auch zu schauen, wo keine Kritik mehr von Verbänden in diesem Maße geübt worden ist, wie das in der Vergangenheit vielleicht war. Und dann haben wir auch kennengelernt bei den Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände insbesondere, aber auch viele Einzelner, dass wir von Selbstverständlichkeiten ausgegangen sind, dass es im Interesse der Gastronomie selbst sein müsste, die Toilettenfrage zu lösen, dass diese Selbstverständlichkeit schlicht nicht besteht und dass die Last von der Gastronomie verlagert worden ist auf die Öffentlichkeit im Sinne der Anwohner. Die Anwohner tragen die Last dieser Notdurft.
Meine Damen und Herren, die Lösung, die jetzt vorgeschlagen worden ist, ist genau das nicht, was Herr Lenders sagt. Es ist nämlich nicht bürokratisch, sondern es ist entsprechend den Herausforderungen angemessen. Es gibt eine Pflicht bei Neubau, bei fundamentalen Überarbeitungen von Gebäuden, aber es gibt auch einen Bestandsschutz und es gibt keine Überforderung durch Festlegung von genauen Einheiten mit Tabellen von Zahlen und es gibt auch keine Festlegung für Straßenfeste und Straßenwirtschaften. Und es ist klug, das Ganze in der Hessischen Bauordnung zu regeln und eben nicht in der anderen Abteilung. Ich will aber auch das andere Thema ansprechen. Es ist kein Toilettengesetz, was wir hier beschließen wollen und beraten wollen, sondern es regelt auch Dinge, die im Bereich des Gewerbeanzeigerechts des Bundes geregelt worden sind und in deren Bereich das Gaststättenrecht einerseits angepasst werden muss, aber wir auf der anderen Seite auch Ausnahmetatbestände, die das Gaststättenrecht betrifft, festlegen müssen, damit dort keine falschen Regelungen entstehen. Es ist notwendig, dass bei der Anzeige des neuen Betriebes im Gaststättenrecht auch die Art des Betriebes gekennzeichnet wird. Darauf wurde schon Bezug genommen, im Blick auf kleine, größere, im Blick auf Lautstärkeentwicklung und Außengastronomie. Das ist notwendig. Es ist notwendig und gut, dass wir eine Erleichterung haben für die Gastronomen, die bereits erfolgreich und zuverlässig einen Betrieb geführt haben, dass sie bei einer Neugenehmigung an einem neuen Ort nicht mehr zwingend die 6 Wochen abwarten müssen, bevor sie ihren Betrieb aufnehmen müssen. Und ich glaube auch, dass es von besonderer Bedeutung ist, dass die Zuverlässigkeit eines Betreibers nicht nur an einem Ort besteht. Wir haben ja eine bestimmte Gruppe von Gastronomen, die an einem Ort eine Untersagung bekommen, daraufhin den Betrieb kurzfristig schließen, an einem anderen Ort wieder neu eröffnen. Und wir sehen ja gerade in Frankfurt in den Berichterstattungen der letzten Wochen, dass dort etliche Betriebe getadelt wurden, aber auch stillgelegt wurden. Und da kommt es darauf an, dass die Betreiber eben nicht an einem neuen Ort nahtlos weitermachen können, dass sie nicht nahtlos weitermachen können und hoffen können, dass sie innerhalb des ersten Jahres nach Untersagung sofort weitermachen können, sondern es ist wichtig, dass im Sinne des Verbraucherschutzes dort auch klare Regelungen und klare Linien gezogen werden. Und meine Damen und Herren, wer schon einmal eine Gaststättenkontrolle oder eine Lebensmittelkontrolle miterlebt hat, der kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass dieses auch eine Regelung ist, die im Sinne des Verbrauchers ist, im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung ist. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass diese 2 Punkte im neuen Gesetz angegangen werden und dass wir die auch entsprechend im Ausschuss beraten können. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache in erster Lesung beendet und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Wirtschaftsausschuss. Dem widerspricht keiner. Damit ist das so beschlossen. Ich stelle fest, der nächste Punkt ist Ende, steht hier bei mir. Das heißt, wir sind am Ende der heutigen Tagesordnung. Wir treffen uns morgen früh um 9 Uhr wieder. Schönen Abend.